Einige Kilometer südlich von Flensburg befindet sich bei Mogwolfsburg ein Megalithgrab. Dieses Grab wurde schon um 690 von Großen Hansen beschrieben. Es wurde in den Jahren 2000 bis 2003 ausgegraben und restauriert. Hierbei fanden sich im Inneren der Anlage zwei Steinkammern. In unmittelbarer Nähe befinden sich fünf weitere Langbetten sowie ein Rundhügel. Hier ist beispielsweise ein weiteres Grab. Das Langbett von Mogwolfsrup ist mit über 70 Meter Länge das größte restaurierte Großsteingrab Europas. Es bildet das Kernstück des archäologisch-landeskundlichen Arntierparks. Mächtigen Randstein ist der Zwischenraum mit plattigen Steinen in Form einer Trockenmauer ausgefüllt. Das Innere der Grabkammer ist mit weißem gebrannten Feuerstein aufgefüllt. Auf der anderen Seite der Straße befindet sich ein weiteres Langbett, welches im ursprünglichen Zustand belassen wurde. Hier sehen wir dieses Langbett in der Seitenansicht. Von den zahlreichen Randsteinen sind nur noch wenig Exemplare vorhanden, die vereinzelt aus dem Hügelmantel herausschauen.